Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LEGO Speed Champions. Und heute dachte ich mir mal, fange ich mal mit dem Tuning des Maserati Ghiblis SQ4 an, den wir auch schon aus Forza Horizon 3 kennen und der jetzt auch endlich hier in Forza Horizon 4 Einzug gefunden hat. Und mal gucken, was man da so schönes umbauen kann. Und ich habe auch schon ein bisschen gesehen, was man da umbauen kann. So, etwas, was mich sehr freut, was ich auch schon mal ganz kurz ausprobiert habe. Das war beim Motorwechsel. Hier reingeht, zwar der 3,9 Liter V8 Twin Turbo aus dem Ferrari 488 GTB, dann natürlich ein 6 Liter V12 aus dem, was? Wahrscheinlich auch ein Ferrari, also MC12, das könnte sein, das würde Sinn machen. Und dann hier noch ein 4,7 Liter V8 Motor und meines Wissens nach müsste das doch der aus dem Maserati Gran Turismo sein. Wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin oder nicht ganz verwirrt. Also ein schöner V8-Saugmotor. Wenn wir haben jetzt hier V6 B-Turbo. Ich meine, wenn man V8-Saugmotor haben kann, dann nehme ich das natürlich auch. Der bleibt auch Sauger und der... Ja, der bleibt auch Allrad. Ist ja wenigstens ein bisschen böse mit der Wagen. Natürlich, der Klassiker, der muss gute Bremsen haben und auch ein bisschen tiefer. Dass der Busmodus rauskommt. Also ich finde beim Ghibli, ich finde der Hintern sieht ziemlich fett aus. Das finde ich nicht so... Fett ist cool, aber sieht halt nicht so sportlich aus. Also ich meine, für 410 PS, die er serienmäßig hat, ist das ein bisschen... könnte besser sein. So, das nehme ich noch mit. Ja, ein bisschen Leistung würde er, glaube ich, auch kriegen. Aber nur so ein bisschen. Die Lippe kriege ich denn nicht. Und den Spoiler, nein. Cool wäre vielleicht auch eine andere Endrohre. Ich meine, die sind schon echt nicht schlecht, aber ich finde, ein bisschen größer geht das noch. Na, ein bisschen. Auf jeden Fall geht hier die Spur weiter nochmal. Ja. Das geht schon jetzt gerade vorne. Braucht er das unbedingt. Andere Felgen, eine gute Frage, wir werden natürlich größer müssen, die Felgen. Das ist ja klar. 21 Zoll, ich meine, ich fahre einen Maserati. Ja. Kein Smart. Da kann man ruhig mal ein bisschen. Ne? Mal dicke Schlappen fahren. Nochmal halbwegs. Ich meine, 245er vorne, wie peinlich ist das denn? Das ist ein Maserati. Und die Serienfelgen, die gefallen mir echt ziemlich gut. Ich lasse sie sogar. Ich hätte gern ein bisschen mehr Bums in der Bude. Hubraum würde gehen auf 5 Liter, schätze ich mal. Oder 5,4 Liter. Lassen mal 4,7. Ist auch ist nicht verkehrt. Vom Klang her ein sehr schöner Motor. Oh, jetzt haben wir ja natürlich immer noch weniger Drehmoment als der Turbomotor, der sehr wichtig drin ist. Der hat, glaube ich, 550 Newtonmeter. Müssten was ich um die 480 PS sein. 537 Newtonmeter auf 1,7 Tonnen gerundet. Ja. Damit kann ich jetzt schon mal besser leben. Geht schon mal so in die Richtung, die es mir gefällt. Und für Zuverleistung muss jetzt auch nicht sein. Also A-Klasse ist, denke ich mal, für den Wagen ganz in Ordnung. Wir haben hier Allradantrieb verbaut. Und eine Achtgangautomatik. Na, was er denkt, ja, wir wissen, ziemlich gut gefällt. Aber 70% hinten, das ist schon. Machen wir 80. Das Gänge liebe ich. Ja, gute 4 Sekunden auf 100. Das ist aber trotzdem nicht so schnell. So. Ich meine, klar, der Wagen ist halt nicht auf der allerneuesten Technik, aber. Ich meine, ein 911, Generation 912, also der aktuelle, braucht mit 450 PS und Heckantrieb, glaube ich, 3,5 Sekunden. Ungefähr. Das ist dann natürlich nicht so beeindruckend. Muss mal so zu formulieren. So, wir haben 8 Gänge, die können wir auch ein bisschen nutzen. Also die ersten Gänge wieder ein bisschen kurz. Ich denke auch, dass
Geräusch beim Schalten wird ziemlich schön sein. Na, 4,2 Sekunden auf 60 Meilen ist jetzt. Kennt ihr, wo man sich dazu denkt, so, boah, ist das krass. Ganz und gar nicht. Weil das ist nicht krass. Für die Leistung, für 480 PS ungefähr, sind 4,1 Sekunden auf 60 Meilen nicht geil. Muss man ehrlich mal so sagen. Obwohl er sogar noch Allrad hat. Das kommt sogar noch dazu. Natürlich sollte man mit Allrad generell 100 schneller beschleunigen. Vielleicht nicht bei jedem Auto macht das Sinn, Allrad einzubauen. Da bin ich bei einem 60 PS irgendwie. Weiß ich, bei einem Smart oder sowas. Bei 60 PS, keine Ahnung. Halt bei, ich glaube, bei kleinen Wagen macht es nicht so wirklich viel Sinn, dort Allrad einzubauen. Weil Allrad ist immer schwerer. Als Frontantrieb so oder so und Heckantrieb auch. Allrad, dann ziehst du immer den kürzeren. Und gerade dann bei solchen kleinen Wagen oder mit Kompaktwagen mit wenig Leistung, Allrad. Nicht unbedingt. Also jetzt mal 90 PS Corsa, da braucht man kein Allrad. Das macht den Wagen, ich schätze mal, langsamer. Weil das Gewicht, das kann er nicht wettmachen. Allrad ist eigentlich eher auch nur so für, ich sag mal, 0 auf 100 so, aus dem Stand beschleunigen, dafür ist Allrad gut. Aber eigentlich so 100, 200 oder so, da ist Allradantrieb eigentlich relativ wurscht. Bei normalen Autos. Jetzt bin ich bei einem 2000 PS Auto vielleicht nicht so unbedingt. Das wird auch noch ein bisschen länger gewesen haben bei Heckantrieb. Als bei 100. Aber ihr wisst ungefähr, wie ich das meine, ne? So, wir haben ja auch einige Farben zur Auswahl. Finde ich irgendwie gar nicht mal so schlecht. Was Dunkles geht immer. Mach mal das hier rein. Was ist denn das für ein Ton eigentlich? Das sowas, sowas ein bisschen lila. Ne? So in die Richtung vom Lila geht es. Oder so ein Dunkelrot. Ich finde es irgendwie sexy. Muss ich sagen. Und hier kann ich. Gucken wir mal. Oh, das ist geil. Wir machen es einfach. Wir machen erstmal alle Farbgruppen. Vielleicht mal Damaszener Stahl. Komm. Jetzt auf Farbgruppe 1 machen wir wieder schwarz. Hat was. Serienfelgen sind echt schön. Dieses Maserati-Logo, das finde ich echt geil. Wobei bei Maserati für mich aktuell nicht wirklich interessante Modelle baut. Auch nichts wirklich Neues. Ja, was ich gerade weiß, was ihr im Angebot halt den Maserati Gran Turismo immer noch. Ich weiß nicht, wie lange sie den noch bauen wollen, aber den haben sie halt immer noch. Dann den Ghibli. Valdenia, Limousine. Maserati Gran Turismo ist halt ein Coupé. Dann der Levante, ein SUV. Und der Quattroporte, halt so eine Oberklasse-Limousine. Als auch nichts weltbewegendes, was wir im Angebot haben. So, das ist das gute Stück hier. Und sogar Ferrari-Motor. Klingt so ein bisschen nach Ferrari 430 Scuderia. Das Haupt gefällt mir. Der Regen nicht so ganz. Das ist ein Bonusboard. So, jetzt vorsichtig, ne? Nicht zu viel umfahren. Dann machen wir mal auch mal das erste Rennen hier. Nord-Süd. Ein Sprint. Super Saloons, genau. Da ist der Wagen angesiedelt. Wir passen noch gerade so in die A-Klasse rein. Doch schöne Autos. Ja gut, ne? Ein Super Saloon. Ist das nicht? Das ist kein Super Saloon. Das ist kein Super Saloon. Das ist keiner. Das eigentlich nicht. Das nicht. Das. Doch, der schon.
Nee. Moment. Genau, der nicht, der nicht. Das ist kein Super Saloon. Der E92 nicht. Nein. Nein. Der Variante nicht. Ich meine, die C-Klasse gibt es als 4 Türer, aber es ist jetzt 2 Türer, also kein Super Saloon. Die alte C-Klasse ebenso nicht. Und der Polestar ist ein Kombi. Polestar ist nicht. Nicht Polestar. Kombi ist nicht. Eigentlich kein Super Saloon, von der Definition her. Super Saloon ist eigentlich eine Limousine. Eine Limousine hat keinen Kombi-Hack quasi. Sondern halt Limousine. Das ist halt die Karosseriebauform. Kombi ist Kombi, Limousine ist Limousine. Und halt 4 Türen. Eine 2-Türige Limousine ist für mich eher ein Coupé. Wenn ihr so versteht, was ich meine. Deswegen, da muss man schon unterscheiden. Hier, die Polizei ist wieder unterwegs. Panamera. Komm rum. Ja, man merkt das Gewicht trotzdem noch, obwohl er gar nicht so viel wiegt. Ein schöner BMW-Sound hier. Gute alte V10. Das ist der S65 Motor? Ist das der V10? Ich bin mir nicht sicher, wie der heißt. Ich meine, so laut meinem Amateurwissen ist der V10 von BMW ist der S65. Ich kann gerade wieder komplett daneben liegen. Ich hätte mich da bedeutet, ich bin jetzt nicht so visiert, wie die Motoren BMW heißen. Mein Freund. Okay, ich fahre im Auto vorbei und höre nur noch den BMW. Den Audio hört man gar nicht. Sind das Elektroautos oder so? Ja, das war nicht so gut. Vergiss den BMW. Ja, danke Audi. Reinfahren. Doch mal schöne Strecken. Ziemlich viel Highspeed, finde ich. So, das sollte erst mein Sieg sein. Gut, die Kurve hat Kate nicht ganz gut genommen. Mit über 300 km durchs Ziel. Achten Gang schalten, kann man machen. So, von der Seite ist eigentlich schon ganz schön. Auch von vorn auch so. Front zum Kühlergrill. Sieht böse aus, aber Heck. Finde ich bis auf die Endrohre eigentlich absolut unspektakulär. Maserati Ghibli. SQ4. SQ4 hat, ne, Q4 wegen Allradantrieb. Ein bisschen Einfluss gewinne ich auch. Und immer noch kein Stufenaufstieg. Und dann geht es so. Auch so lange abgeschlossen. Na wunderbar. Doch gewonnen. Deswegen nochmal 40 Punkte oben drauf. Hier ist immer noch schon der Blitzer. Den nehme ich jetzt mal Anlauf für. Okay, nee, warte ich mal einen Stern. Und dachte ich mir, ein bisschen Lauf nicht mehr dafür, ne? Ein bisschen mit Schmackes darüber fahren. Mal durchfahren. Ich kann ja schlecht über den Blitzer drüber fahren. Könnte schwierig werden. Ich würde sagen, wir fahren mal. Also hier kurz vor der Kurve halte ich mal an. In den Innenraum. Nicht weltbewegend schön. Aber kann man machen.
Einspringen muss ich ja nicht. Den Blitzer vor der Kanne erwischen. Gut, volle Kanne, naja. Also, schaffen wir knapp 300. Yes! Boing! Und die jubeln da oben. Ich bin 2 Sterne. Ich bin so 330, schätze ich mal, was wir machen. 340. Okay, sagt er mir nicht. Das war gemeint von ihm. Das würde ich aber schon gern wissen. Wie schnell ich denn hier fahren muss. Okay. Ziemlich genau 200 Meilen. Um es einfach mal kurz zu übersetzen. Und wir haben ja noch einige mehr Rennen, noch einige Rundstrecken. Hm. Oh, die sieht ganz gut aus eigentlich. Gut, auch mal das gleiche. Oder? Schon das gleiche zu sein. Dann haben wir da noch was. Ist auch noch alles nicht entdeckt. Ist natürlich ein wenig schade. Da ist noch ein Sprintrennen. Oder mal ein Rundstreckenrennen. Ich nehme einfach mal die Strecke hier. Ich denke, die könnte Spaß machen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Es geht doch ja eigentlich bei allem in Forza um Spaß. Das ist für mich auch so das Wichtigste an Forza, was auch Forza ausmacht. Das Ziel des Spiels ist es eigentlich immer, dass man selber Spaß bei allem hat. Dass man coole Sachen macht, die Spaß machen. Und es geht nicht darum, dass man zeigt, dass man der krasseste, beste und tollste ist und alles und das alles am besten kann. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Man will eigentlich Spaß haben. So zumindest meine Ansicht. Forza muss einfach Spaß machen. Oder halt sag mal, Clapper Games möchte, dass du Spaß im Spiel hast. Weil nicht, was will man denn in einem Spiel eigentlich außer Spaß? Ich meine, Forza ist jetzt kein Spiel zum ernsthaften, kompetitiven Rennfahren. Weder Forza Horizon noch Forza Motorsport. Das sind beides keine Rennsimulationen. Und wer da richtig eine Herausforderung sucht oder richtig sich messen möchte mit anderen, der ist in Forza eigentlich falsch. Es ist zum Spaß haben. Das ist, alles ist auch so ein bisschen so darauf abgerichtet, dass es möglichst viel Spaß macht. Gott. Den dicken Benzer hier überholen. Auch ein schöner Verbrauchsmotor hier, 6,2 Liter. Auch ein guter Sauger. Genau, der hat auch noch einen Saugmotor. Was im Opel Corsa nicht so häufig vorkommt. Es wird vermehrt Turbomotoren im Angebot. 3 oder 4 Zylindern. Aber ich habe auch einen guten 1,5 Liter Saugmotor. Benziner mit 90 PS. Ist auch ein schöner Motor, finde ich. Ein hat 210 PS mehr als mein Alter. Ich finde doch, der ist deutlich schneller. Habe ich so zumindest das Gefühl. Obwohl der Wagen auch noch deutlich schwerer ist. Ich glaube, ich sogar 70 oder 80 Kilo schwerer. Ich weiß noch nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich jetzt einen Fünftürer habe. Mein alter Corsa war ja ein Dreitürer, jetzt war ich ein Fünftürer. Ich weiß nicht, inwieweit beim Corsa E der Dreitürer leichter ist als der Fünftürer. Das weiß ich nicht. Oder schwerer, das kann ich euch nicht sagen. Müssen wir irgendwie rausfinden oder so. Vielleicht auch daran liegen, dass es ein Fünftürer ist und deswegen schwerer ist. Kann sein, weiß ich nicht. Das würde ich mal nachgucken. Beim Fahrzeugstein steht, glaube ich, bei mir ein Gewicht von 1170 Kilo, sowas 1180 Kilo, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall zwischen 1,1 und 1,2 Tonnen, das weiß ich. Mein alter Corsa wog 1122 Kilo. Aber kann auch daran liegen halt, Gewicht kann natürlich auch durch Ausstattung. Mein alter Corsa, das war der Corsa 1.2 Selection, also eigentlich eine Basisausstattung. Also so gefühlt nichts hat an Ausstattung. Aber war für mich ausreichend, wenn es nicht beschwert. Jetzt mein Corsa hat natürlich jetzt ein bisschen mehr Ausstattung. Also deutlich mehr Ausstattung als mein alter. Das ist schon eine ganz, ganz andere Liga.
Falls jemand das genau wissen möchte, ich fahre einen Opel Corsa E. Oder On E heißt der. Also die Generation ist E, aber das Sondermodell heißt On. War eine, finde ich, eine sehr schöne Ausstattung. Mir fehlt jetzt an nichts und ich hätte gerne noch einen anderen Motor gehabt. Ich bin auch den Corsa E mit dem 1,13 Liter und dem Turbomotor gefahren. Ich muss sagen, der hat mir echt besser gefallen. 10 Vierzylinder. Sauber. Auch von der Kraft her super. Wir hatten beide 90 PS die Motoren. Natürlich der 3-Zylinder mit dem Turbo deutlich mehr Drehmoment als meiner jetzt. Also der hat, glaube ich, jetzt 130 Newtonmeter. Und der 3-Zylinder-Motor hat weniger Hubraum. Aber, glaube ich, 40 Newtonmeter mehr Drehmoment. Das ist schon ordentlich. Und halt auch 6-Gang-Antrieb, was ich sehr gut finde. Ich habe jetzt nur 5 Gänge. Und natürlich, was auf der Hand liegt, Verbrauch ist geringer. Für meinen Verbrauch, ich bin damit sehr zufrieden. Für den Motor ist das, glaube ich, ein echt guter Verbrauch, weil ich ziemlich sparsam fahre. Ich habe mich auch mal so in diversen Foren erkundigt, was die Leute jetzt mit meinem Auto, meinem Motor so verbrauchen. Ich habe bis jetzt keinen einzigen gefunden, der im Durchschnitt weniger verbraucht als ich. Dann glaube ich auch teilweise welche, die mit dem Auto im Durchschnitt 8 Liter verbrauchen. Wo ich mich frage, wie schafft man das? Das schaffe ich doch nicht mal im reinen Stadtverkehr. Also 8 Liter mit einem Corsa, da muss man schon echt in geistesgestörter fahren. Das kann ich mir anders nicht erklären. Also Wagen ist angegeben mit 5,1 Liter super auf 100 Kilometern. Ich bin so im Durchschnitt 5,3, 5,4 Liter. Ist drüber, aber nicht viel. Wobei auch der Verbrauch jetzt angepasst wurde im letzten Jahr. Das war eines der letzten Modelle, wo noch der alte Verbrauch quasi ging. Jetzt wurde der Verbrauch nochmal neu angegeben. Ich glaube, ich habe es geschafft. Der F40. Ich glaube, er ist fertig. Ich habe die Anleitung genau befolgt. Und er sieht zumindest aus wie ein F40. Komm lieber mal her und hol ihn dir. Mhm. Mache ich. War ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja, alles abgeschlossen. Na, wunderbar. Also ich bin eigentlich bald Verbraucher. Also ich finde den Verbrauch wirklich für ein Auto mit... Klar, in der Klasse gibt es Autos, die viel weniger verbrauchen. Aber doch alles Turbomotoren und teilweise auch Dreizylinder. Ich finde 1,4 Liter Vierzylinder Saugmotor sind 5,3 Liter super auf 100 Kilometer echt in Ordnung. Bei mir ist es ungefähr so, ich fahre, sagen wir mal, 70% Land, 30% Stadt, muss ich sagen. Oder zur Vereinfachung 2/3 Land, 1/3 Stadt. Oder halt Ortschaften, sagen wir mal so. In 400 Metern hast du dein Ziel aber erreicht. Halt auch aktuell jetzt im Sommer halt auch ziemlich viel Stau dabei. Weil ich ja mitten in der Urlaubsregion wohne. Und ja. Du hast dein Ziel erreicht. Sommerzeit ist Stauzeit. Da stand ich auch wieder so ein bisschen im Stau. War nicht so geil, hat mega abgefuckt. Also ist halt, und dafür finde ich 5,3 Liter echt in Ordnung. Also wenn ich tanke, zeigt mein Bordcomputer eine Restreichweite von 831 Kilometer an. Das finde ich bei einem 45 Liter Tank echt in Ordnung. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Fahren tue ich so, bis zum Tanken muss ich 730, 750 Kilometer. Dann tanke ich immer. Siehst du, er hat sogar ein kleines Ferrari-Symbol. Entschuldige, eine echte Rennmaschine. Nur für dich. Gehen echt die Lichter an. Wow, krasse Scheinwerfer. Bestimmt LED, ne? Und da auch ein Ferrari-Logo. Also man kennt den Ferrari F40 auf jeden Fall ohne Ferrari-Logo. Also das kann man schon gut erkennen. Natürlich ist man auch durch Lego ein wenig eingeschränkt, gerade jetzt in dieser Größe das Auto zu bauen. Weil das ist ja jetzt, weißt du, ungefähr so groß wie groß so ein Lego-Stein ist, hier ist das Licht vorne. Oder so eine Lego-Noppe. Man weiß ja so ungefähr, wie groß das ist. Das ist nicht groß, das Auto. Wenn man das dann aus Lego bauen würde jetzt. Dafür ist das gut getroffen. Moment, das... Okay, egal. Ist egal. Willst du ihn gegen den echten testen? Aber wo sollten wir kurzfristig einen echten Ferrari F40 herbekommen? Ah, Horizon! Wir treffen uns dort. Okay. Hallo Fabian.
Das Horizon Tech Team hat Anna für dich aktualisiert. Anna kann jetzt für dich Baustein-Herausforderungen anpinnen. Probiere es mal. Okay. Werde ich nicht machen, aber ist cool, dass es geht. Ja gut. Mit Drehzahl so bis knapp 9000. Mit dem Turbomotor. Dann ist auch nicht so oft. Ja, S2973, Alter. Rechts abbiegen. Wie viel länger habe ich? 5. Gott. Hui. In 400 Metern rechts abbiegen. Boah. Nichts passiert, alles gut, alles safe. So, aber ich bin wieder mal. Hat man wieder richtig assi zu euch. Deswegen, das Rennen hier werden wir jetzt in der nächsten Folge machen. Das ist gemein, jetzt einen Cut zu machen, ne? Das ist richtig gemein. Aber so bin ich halt, ne? Folge ist lang genug. Reicht für heute. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.